Der MDCC-Demonstrator in diesem Jahr zeigt, wie der gemeinsame Informationsraum aus Landstreitkräften, Luftstreitkräften, Seestreitkräften kombiniert mit Aufklärungsmitteln und Services von künstlicher Intelligenz einen Fähigkeitsmehrwert für den Operateur bringen kann. Als Demonstrator ausgestellt haben, ist der gemeinsame Informationsraum, in dem wir reale Applikationen aus unterschiedlichen Domänen an diesen Service angebunden haben, diese Informationen zusammenführen, fusionieren und als konsolidiertes Lagebild an die Applikation zurückgeben. Was der Demonstrator heute schon leistet, ist das Zusammenführen von Lageinformationen von verschiedenen Battle-Management-Systemen, herstellerunabhängig, aus dem Bereich Land, den Informationen aus einem Airspace-Control-System wie GIATS oder einem Aufklärungssystem wie INES, das als Bodenstation für das System Global Hawk aus NATO AGS heraus operiert. Diese Informationen zusammengeführt, kann jetzt schon angebunden werden. Wir arbeiten gerade daran, unter anderem zum Beispiel ein Helikoptersystem mit dem Missionssystem an den Demonstrator anzubinden und auch hier die Verknüpfung Helikoptersysteme und Battle-Management-System Land herzustellen. Die Multidomain Combat Cloud in Zukunft ermöglicht es, die Plattformen direkt zu vernetzen, unabhängig von der Teilstreitkraft. Wir können Landfahrzeuge mit den Luftfahrzeugen sprechen lassen. Das gibt einen erheblichen Mehrwert, wenn zum Beispiel Luftunterstützung geflogen wird und diese dann direkt von den Landfahrzeugen ihre Eigenposition abrufen können. Wenn Zielmeldungen von Gefechtsfahrzeugen direkt an die Kampfunterstützung geschickt werden können, ohne einen großen Weg über verschiedene Gefechtsstände zu gehen. Denn in Zukunft sind Gefechtsstände auch durch Drohnenschwärme oder Artillerieschläge bedroht und sind deswegen vielleicht gar nicht im Netz vorhanden, wenn vorne im Kampf Kampfunterstützung gebraucht wird.